Ich hole mir am besten erstmal keinen. Muss ich erstmal noch eine Welt zurückgehen. Und dann ins dritte Level. Dort gab's ja alle. So, rein da. Und ab ins Wasser. Oh nein, nicht du. Noch so ein Gefolgsmann von Meta Knight. So. Und tschüssi. Verabschieden wir uns nochmal von dieser Welt. Und wenn wir jetzt die Boss-Levels nochmal betreten würden, würden wir kleine Bonusspiele bekommen. Wo wir insgesamt 30 Sterne sammeln könnten, aber das mache ich jetzt nicht. Level 2 war das. Okay, holen wir uns gleich die Eisfähigkeit. Da haben wir sie. Ah doch, das geht, okay. Gut, dann habe ich das doch etwas anders in Erinnerung gehabt. Irgendwie. Naja, egal, auf jeden Fall geht's so. Müsste es eigentlich. Ich muss jetzt nur noch heile durchkommen. Mit der Fähigkeit. Wow. Okay, dieser Axt-Typ ist Speed. Jo, komm mal perfekt durch. Okay, da muss ich jetzt nur noch hier durchwandern. So. Und runter. Ah. Okay, die Fähigkeit brauche ich eigentlich nicht mehr. Aber egal. So, jetzt kann ich hier nach links schwimmen. Wo ich dann die Elektrofähigkeit bekomme. Ja, hier kriegen wir Elektro. Na komm. Ach Mensch. So, jetzt muss ich nur noch diese Qualle hier besiegen. Wow. Okay, komm. Was zur Hölle? Ach ja, kann ja auch zum Eisblock werden, wenn man zu lange diese Fähigkeit einsetzt. So, komm schon. Ah. Was wiederum auch ein kleiner Nachteil darstellt. Na komm, so, gut. Nun sollte ich die Elektrofähigkeit nehmen. Und wir kriegen eine Glühbirne dafür. Und wie gesagt, das Ding sieht sehr stark wie GUI aus. Ich wollte euch zumindest mal zeigen, wie das aussieht. Okay, jetzt muss ich nur noch hier heile durch dieses Level gehen. Und mit dieser Glühbirne könnten wir auch dunkle Räume erhellen. So, dass wir halt mehr sehen könnten. Aber da ich ja sowieso größtenteils die Geheimwege auswendig kenne, brauche ich das sowieso nur im allerletzten Level. So, jetzt muss ich gucken, geht das so? Wieso geht das nicht? Nein! Ich weiß schon, wieso nicht. Ich brauche Rick. Ich brauche Rick, um diese Dinger da kaputt zu kriegen. Ja, ich brauche Rick, verdammt. Gut, dann muss ich nochmal das Level hier betreten. Ich habe nämlich was falsch gemacht. Naja. So, die Eisfähigkeit brauche ich auf jeden Fall nochmal. So, dann machen wir nochmal den ganzen Weg hier. Weil es so schön war. Oh, das Leben hier ist weg. So ein Dreck. Naja, was soll's. Hab ja sowieso schon 24, also Game Over gehen kann ich in diesem Spiel auf jeden Fall nicht mehr. Was ich eigentlich auch recht gut finde. Naja. Jetzt muss ich nur noch zusehen, dass ich heile da durchkomme. So. Nur noch gegen diese Strömung schwimmen und dann nochmal gegen die Elektroqualle kämpfen. Juhu. Okay, so. Mache ich das halt anders. Na! Ich glaube, das war eine blöde Idee. Okay, jetzt warte ich, bis er einen Stern wirft. Perfekt. Da brauchen wir nämlich nur 1, 2, 3 Treffer, dann ist er Geschichte. Zack, zack. Komm, werf einen Stern, sei brav. Mensch, warum kann man das Vieh nicht einfach so aufsaugen? Es wird doch viel schneller gehen. Wow! Okay. Ah, okay. Wusch. Ha, hat ja nichts gebracht. Meine Sternwurfattacke hier. So, und tschüss. Und habe ich dich. Gut, Energie holen. Und dann müssen wir nochmal in die Mitte, um Rick zu holen. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, wie das war, verdammt. So, müssen wir nach rechts schwimmen. Heile, ohne Energie, ohne Verluste. So, nur noch Blocky besiegen. Geht ja Gott sei Dank recht schnell, wenn man die Glühbirne immer zu Platzen bringt. Einfach immer B drücken. Wow! Okay, ey, au, 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 au. Okay, so, komm schon. Gut, der ist weg. Stein brauche ich nicht. Und wir haben Rick.
So. Gut. Nun muss ich... Perfekt. Nur noch diese Kanonen darunter schmeißen. Und wir kriegen... Cool! Yay! Ein Level, wo wir wirklich alle drei Partner auf einmal kriegen. So, jetzt muss ich erstmal nach rechts fliegen. Damit ich auch die besagte Bumerang-Fähigkeit kriege, die wir ja brauchen. Und wir kämpfen wieder gegen diesen Ninja. Gott sei Dank ist Kuh eine... Ja... Eine Eule, die fliegen kann, so dass uns dieser Ninja da unten... Hier oben gar nichts anhaben kann. Das heißt, wir können ihn ganz dreist einfach mit der Elektroattacke angreifen, bis er kaputt geht. So. Gut, und dann nehmen wir sie ganz dreist. Die Bumerang-Fähigkeit. Wir können jetzt drei Federn werfen. Ole. So, jetzt muss ich noch heile hier durchkommen. Ohne von diesem Gordos erwischt zu werden. Und dann kann ich auch endlich... Wow, okay. Ja, gut, geschafft. Jetzt kann ich endlich den sechsten Regenbogentropf nehmen. Perfekt. Gut, die restlichen Levels brauche ich eigentlich nur noch durchrennen. Weil jetzt bis zum letzten Regenbogentropfen dauert es auf jeden Fall noch. Weil sich das wirklich erst im allerletzten Level befindet. Und dazu brauche ich ja Kain und Elektro. Na, bis dahin ist auf jeden Fall noch ein bisschen hin. So, das heißt, ich kann jetzt das dritte Level endlich betreten. Und brauche mir keine Gedanken mehr darüber machen, ja, wie ich jetzt am besten an die Regenbogentruppen komme. Es bleibt nur noch einer übrig. Und hier muss ich sowieso durchfliegen. Wow, ein Bouncy kommt auch noch runter. Ich dachte, das erwischt mich. Na gut, dann will's wohl nicht. Wow, die Bomberang... Oh, die Federn fliegen auch nicht so weit. Mensch, die sind alle abgeschwächt, denn was außer... Außer kein, wobei der ist auch ein bisschen abgeschwächt, wenn man mal die Feuerfähigkeit bedenkt. Aber Feuer im Wasser ist ja sowieso nicht wirklich tauglich. Also von daher ist das schon ein bisschen realistisch gemacht. Scheiße, die Fähigkeit habe ich schon verloren. Egal. Holen wir uns nochmal Elektro wieder. So, gut. Oh nein, nicht dieses... Oh nee. Jetzt muss ich hier mir den Weg frei machen, so. Damit ich... Ah doch, mit Kuh komme ich hier ganz gut durch. Aber Gott sei Dank habe ich Kuh, weil sonst hätte ich hier wirklich jedes Mal in den Kreis gehen müssen. Damit ich da weiterkomme. Aber Kuh sei Dank... Kann ich hier jetzt einfach so durchgehen. Und muss jetzt nur noch hier nach unten kommen. Was ein Weilchen dauern kann. Dieses Level, ja, ist schon etwas umfangreich. Im Vergleich zu den anderen. Zumindest dauert es schon, bis man hier wirklich unten ankommt. So, diese Mumbis heißen diese Augen hier. Kennen wir auch aus Kirby's Dream Land 1. Sofern ihr mein Let's Play beobachtet hat von Kirby's Dream Land 1. Wobei, hat die nicht die abgeänderte Version? Ich habe es doch auf schwierig gestellt. Auf jeden Fall, diese Viecher gibt es in Kirby's Dream Land 1 schon. Okay, machen wir es so. Jetzt muss ich warten, bis die Gordos da alle raus sind. Und weg hier. Links oder rechts? Ich gehe links. Und dann hier in der Mitte. Verschwinde die Augen. Ah, Mitch. Das gibt's nicht. Okay, gut. So, dann gehe ich jetzt einfach hier runter. Ist am gesündesten. So, raus hier. Gut, hätten wir dieses Level auch schon abgeschlossen. Perfekt. Ein halber Kirby-Dance. Und Level 4.